Draw me like one of your French girls. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr seht es, wir sind zurück in der Halle. Wir haben ein bisschen aufgeräumt die letzten 3-4 Stunden. Jetzt kann es endlich losgehen. Dieser Wagen, unser Subaru auf der Bühne, der kommt in diesem Video raus das erste Mal. Hätte ich nicht gedacht, dass der rausgeht, bevor er eine Achse drin hat. Aber es muss sein, denn kommt mal mit, Freunde. Der Unterboden, ne? Sämtliche Anbauteile wurden demontiert. Jedoch sieht der Unterboden selbst ziemlich übel aus. Also keine großen Roststellen gefunden, aber halt viel Schmodder, viel alter Unterbodenschutz, der auf jeden Fall weg muss. Denn wir wollen den Unterboden einmal auslackieren, einmal schön schwarz machen. Und dafür werden wir ihn eisstrahlen lassen. Philipp, Eisfritz heißt da unser Kumpel, der macht das bei sich. Dafür müssen wir den Wagen aber zu ihm bringen. Ist knapp eine halbe Stunde mit dem Anhänger. Dafür werden wir den Anhänger jetzt hier reinschieben, die Karre auf den Anhänger, auf Bretter ablassen, festzurren und direkt losfahren. Schön, dass ihr dabei seid. Wir schieben den Anhänger rein und hoffen, dass jetzt einfach alles klappt. Ablassen, ausrichten, ne? Kurzpause, ne? Okay. Steht mal gut? Ja, Mann! Das Problem, welches wir jetzt haben, ist natürlich, ihr seht es, die Arme und diese kleine Erhöhung hier vom Anhänger. Das heißt, wir müssen jetzt unter den Schweller so hohe Bretter legen, dass wir den Arm rauskriegen und auch die Arme von der Bühne beim Philipp, der uns strahlt, dann auch wieder drunter kriegen. Ich sage, wir holen mal ein paar Bretter und probieren es mal aus. Und das Festzurren ist dann das nächste Thema, aber da macht sich dann der Marvin in einer halben Stunde Gedanken drüber. Das ist mir nicht mein Problem jetzt gerade. Bretter haben wir ja zum Glück genug mittlerweile. Wir müssen die legen so. Ja, so hier drunter. Nein, nein. Warum nicht? Weil hier laufen die Holzfasern so entlang. Also hier. Oh, du mit deinen Holzfasern. Das spaltet direkt. Bruder, hast du Holz gelernt oder was ist mit dir hier? Junge, spaltet mit der Faser. Echt? Dein Maul. Ja, ich sag dir gar nichts mehr. Du hast ja auch recht. Ist ja gut, dass einer hier wenigstens mitdenkt hier im Team. Jens. Der es wirklich gelernt hat. Du hast Holz gelernt? Ja. Technischer Modellbauer. Oha. Ah. Ich bin der Einzige, der nichts Richtiges gelernt hat, oder was? Merk selber, ne? Genau, Modellbauer, YouTuber. Nehmen vielleicht nicht das mit Loch? Hey, das hält. Das drückt ja. Ist ein Guckloch. Guck, guck. Okay, Jens, du guckst drüben, ja? Ja. Bühnenarme kommen vorbei. Ja. Jetzt schiebst du mal ganz, ganz nach außen an die Arme ran, sodass die Arme gerade so vorbeikommen. Also irgendwie stehen die ziemlich nah aneinander, also der, weil halt die Arme so weit außen sind, ne? So jetzt. Okay. Ja, ich mach mal, ne? Ja, mach mal. Er kippt nach vorne. Ja. Wir machen hier vorne jetzt noch mal ein paar Bretter drunter, würde ich sagen. Das hält das schon aus hier. Marvin? Ja? Darf ich bitte Feierabend machen? Ja, gleich, wenn die Karre am Boden liegt, dann darfst du gehen. Okay. Okay. Wer traut sich am Auto zu wackeln? Oh. Ich hör auf, bitte. Ich hab Angst. Macht man das nicht? Das machen doch alle so. Wir machen das in andere. Wir haben es geschafft, Freunde. Stolz wie Bolle, Alter. Wir haben ihn hier vorne durch die Achse genommen. Es ist wichtig auch, dass du immer von vorne nach hinten ziehen kannst, ne? Und hinten auch eine richtig gute Lösung. Hier, sieht man das? Ja. Sind wir durch die Öffnungen gegangen von der Benzinpumpe. Einmal nach unten und haben ihn dann hier reingezurrt. Das heißt, das Ding ist hinten und vorne komplett nach unten gezurrt. Da wackelt auch nichts mehr. Wir sehen uns morgen in alter Frische. Wird eh lackiert. Schmeißen den hier zum Phil und nehmen euch mit. Es wird geil. Ich bin gespannt. Zum Philipp, meinst du? Philipp Kers macht das für uns. Philipp Kers macht uns einen Unterboden aus Carbon, hat er gesagt. So, es wird spät. Wir gehen jetzt. Ende. Marvin, viel Erfolg. Vielen Dank, ja. Vielen Dank. Langsam, ja? Schnürchen. So knapp. Die Sache ist, fahr den mal rückwärts genauso wieder rein, Alter. Nee, das probiere ich erst, wenn wir es wirklich müssen. Ey, Hauptsache, wir haben so einen komplett zerrupften Subi auf dem Anhänger, fahren den zum Eisstrahlen, quasi ein Mammutprojekt. Aber Hauptsache, wir gehen morgen Auto anschauen, Alter. Hab ich etwas gespoilert? Ich hab nichts gehört. Hast du was gehört? Nein. Ja, ich hab nichts gehört von meinem neues Auto. Wäre ja so, wie dumm wäre das, jetzt ein Projektauto zu kaufen, bevor man so ein Mammutprojekt noch nicht mal wirklich annähernd beendet hat. Voll dumm, was du da sagst. So doof, oder? So doof. Entschuldigung, Sie dürfen Ihren BMW hier nicht parken.
Digga, es sieht so falsch aus einfach. Schau dir die Scheiße an, Alter. Ich frag mich ja, ernsthaft, was die Leute denken, wenn wir an der Autobahn hier mit dem Gespann an denen vorbeifahren. Also kannst du nicht erzählen, dass die meisten Leute nicht denken, wir fahren das Ding gerade auf den Schrott. So frisch ausgeschlachtet und jetzt weg mit dem Rest. Aber das sieht man ja auch öfters mal, so ein Auto auf Holzböcken. Ja, aber die meisten gehen halt dann weg, ne? Und wenn die wissen, was wir hier noch an, so, weißt du so, heißt mal ganz kurz, das ist so ein Haufen Geld, ne? Wenn die wüssten, was wir so noch vorhaben, das werden uns die wenigsten glauben. Also wir versuchen hier wirklich von Null an was Geiles zu bauen. Deswegen ist auch wichtig, dass er jetzt so zerlegt dahin kommt. Kann man einmal alles richtig schön machen und dann erst die neuen Teile verbauen. Die auch auf dem Weg sind übrigens, ne? Die ganz gestrahlten Axtteile und so, die werden richtig sexy. Aber das seht ihr dann erst im nächsten Video. Nimm! Jetzt bis zum Schnitt kommt, dann ist er fertig. Das wäre doch mal was. So, ich räume mal kurz auf. Ja, war gut, Marvin. Danke, danke. Es ist Sommer, Leute. Ich hab mir angesaut. Aber ohne Scheiß, der Award für den geilsten Sommerlook heute. 1:1 an dich, Bruder. Danke. Keine Chance. Keine Chance. Unbesiegter Meister. Da soll ich jetzt. Alter! Also das wird eine enge Nummer. Ist der nicht auch ein bisschen zu hoch? Nö, nö. Also Anhängergott, klapp mal die Außenspiegel ein und dann geht's los. Versuch's mal. Passt da bei euch? Vorne geht noch, ja. Felge ist eh schon kaputt. Halt's Maul! Kommst du raus? Man, jedes Mal die gleiche Scheiße. Nee, ich hab das im Griff. Ich hab das. Respekt, in einem Zug? In 2 Minuten 50 bist du raus. Hat geklappt, oder? Toll. War ja auch die einfachste Übung meines Lebens. Liebe es, wenn ein Plan aufgeht. Ein Plan funktioniert. Ey, Karre steht jetzt oben drauf. Wir sind, wie gesagt, beim Eisfritz angekommen. Eisfritz hat sich erbarmt, uns mal wieder hier auszuhelfen. Wie gehen wir hier vor? Also, wir wissen, wir haben hier Rostlöcher, okay, aber der Unterboden selbst, der ist ja einfach, ja, dreckig halt, ne? Und da wird wahrscheinlich auch 100 Mal drüber geduscht mit Unterbodenschutz und ja, so. Das kann aber alles, gibt's nichts, was nicht machbar ist. Was ich auf jeden Fall machen würde, wäre ein Bereich, ich tue jetzt einmal Druckereisstrahle. Und im Bereich, wo Rost ist, wo du eh schweißen willst, tue ich dir Kombistrahle. Im Prinzip, ich tue halt gleich wegen Sand dazu mische ins Eis. Nur ganz prozentual. Sonst sieht es ja aus wie Sau. Aber es reicht halt meistens, um die Stelle komplett blank kriege, bis aufs originale Blech. Ja, also das heißt, wir sehen jetzt eigentlich das erste Mal so den richtigen, ehrlichen Zustand von diesem Wagen, weil bis jetzt wissen wir natürlich, ne, nicht, was ist unter der ganzen Pampe drunter. Das ist super praktisch, dass wir jetzt das einfach einmal hier vor Ort schnell regeln können, um dann ab nächsten Wochenende genau zu wissen, wo wir stehen und wie wir weitermachen können. Ne? Muss viel geschweißt werden, muss vorsichtig hier. Ich bin empfindlich, was so Schrauben sind. TÜV Brief, ja, der Schraubenzieher. Chris, das ist genau dein Ding, ne? Schrauben Sie hier. Ja, ja. Oh, der hält da gern drauf. Aber. Ne? Sag was. Gar nicht so, klar, ne? Das ist logisch, das auch, aber das ist ja super Stelle zum Schweißen. Ja, das super geht nah. Schon, das geht, ja. Was halt immer scheiße sind, so die Rahmen ansetzen, die Felsen da oben, aber wo schlimm ist das eigentlich gar nicht. Ey, ich will ja, dass wenn wir wo was haben, dann müssen wir es jetzt wissen, weißt du? Nicht, dass wir dann anfangen und dann, oh, da noch was, da noch was. Machst du es einfach so, Marvin, guck, gehst hin, wie bei so einem Trüffelschwein, nimmst ein Stückchen Rost, gibst schön das an die Nase, such. Nach dem Eis, wenn es eisgestrahlt ist, sehe ich genau, was Phase ist. Aber ich würde auch sagen, also wenn du das Auto jetzt von oben siehst und von unten siehst, jetzt nicht unbedingt zwei Paar Schuhe, aber schon, ne? Doch, schon besser. Geht. Ist. Mach mal auf die Truhe hier. Oi. Mehr traut sich reinzufassen? Das hab ich schon. Nein. Oha, hör mal auf. Warte, das geht auch. Oha, das geht schon. Ja, okay, man muss halt nur gucken, dass es in Bewegung bleibt. Weil irgendwann fängt es halt an brennen. Irgendwann. Es wird gleich laut. Für euch gibt es deswegen ein bisschen schöne Musik. Für uns gibt es die Mickey Mäuse und dann schauen wir uns ein letztes Mal noch diesen Unterboden in diesem Zustand an, denn hoffentlich ist er danach so, dass wir sehen, wo wir stehen und wie wir weitermachen können. So, mach das gleich so. Wie genau? So.
dem Bereich hebt es halt richtig gut. Also versicherungsmäßig eigentlich tipptopp, dass da jetzt schon mal kennen. Das Auto ist jetzt auch was? 20 Jahre bestimmt. Über, ja, weit über 20. Ah, ja. Ja, also wird auf jeden Fall sehr, sehr geil. Aber ganz ehrlich, bis alles so ist, Alter, das dauert das ja ewig, ne? Boah, schon wenig Zeit, ja klar. Also das ist nicht von heute auf morgen passiert, in ein paar Stunden. Das denken die meisten halt immer, dass, ja, Druckeinstrahl und so. Also 8 Stunden bin ich da auf jeden Fall dran. Krass. Ich hätte auch jetzt gedacht, so, ja gut. 8 Stunden, ein Arbeitstag bin ich auf jeden Fall dran. Ne? Also was ich immer sage, ist die, also besser als diesen originalen Unterbodenschutz. Wenn da jetzt nichts ist in dem Bereich hier, weißt du, hier. Besser geht nicht. Das ist Golf 2 zum Beispiel auch, das ist, also ich tue das komplett sauber machen, alles Strahler, der Unterbodenschutz, der alte weg. Aber die originale PU-Beschichtung oder drauf ist das hier. Das hat aber das gemacht, dass das Auto so lang hebt. Und nicht irgendwelche Unterbodenschütze, den du im Nachhinein drauf machst, sondern die originale Beschichtung. Das, was wir heutzutage halt nicht mehr machen. Folgendes Problem, Freunde. Uns ist jetzt gerade aufgefallen, dass wir im Eifer des Effekts... Effekts? Im Eifer des Gefechts. Ey, dass du mir mal ein Sprichwort richtig sagen musst, Alter. Pass auf, wir haben einfach ein paar Teile vergessen. Wir haben den Tank, wir haben ein paar Achsteile, die wir strahlen wollen. Die liegen noch bei uns in der Halle, deswegen fahren wir da jetzt schnell hin, holen die ab, ballern wieder zurück, bringen ihm die noch. In der Zwischenzeit ist er fleißig am Unterboden noch dran und wir sehen dann hoffentlich auch gleich mal ein bisschen freigestrahlte Fläche am Unterboden. Das dauert relativ lang und so überbrücken wir das jetzt, würde ich sagen. Und positiver Nebeneffekt ist, du kannst noch einen Kaffee holen auf dem Weg. Das ist nämlich super wichtig. Ich bin müde. Marvin, du hast einfach dein Handy vergessen. Deswegen fahren wir jetzt eigentlich. Ja, mein Handy liegt auch noch in der Halle. Unglaublich, Alter. Ich vergesse dein Handy. Stell dir das mal vor. Ich würde ja eher mein Erstgeborenes in der Halle liegen lassen wie mein Handy, Alter. Never würde ich mein... Das geht gar nicht. Also ich fahre jetzt auch echt... Ich muss jetzt draufdrücken, wir müssen los. Alter. Ich hab richtig... Mir zittert es in den Fingern, Alter. Dieser Schluck geht auf die Hater. Denn die sind begraben. Also so lade ich den Tank nicht in meinen X ein. Der wird zwar gestrahlt, aber das Gröbste muss ich jetzt machen. Gut gemacht. Passt. Halt. Marvin? Das ist ein Tank, ne? Hat ein bisschen Sprit drin. Sprit! Das sollten wir vielleicht noch ablassen. Ja, wir lassen das noch ab. Sonst wichtig ist, ne? Kein Tropfen verschwenden. Der Sprit ist teuer zurzeit. Genau. Hey. Das war aus Versehen. Jetzt machen wir es richtig. Fast nichts daneben. Digga, warum ist denn da noch so viel Sprit drin? Ah, ich hatte Fliege im Ohr. Jetzt. Alter, wo kommen die auch alle her, Digga, gerade? Das ist der Sprit, der die anzieht. Ich glaube, der ist gleich voll. Was du glaubst, ne? Das kannst du schön in der Kirche lassen, dein Glauben, Bruder. Ja, er läuft über. Okay, er ist voll. Jetzt, Leute, er ist voll. Marvin, dein Gelaber geht mir so auf den Piss. ASMR Auto Edition. Okay. Wir sind zurück mit Tank und Kaffee. Oh Gott. Oh, sorry. Ach, tut mir leid. Alles gut, nichts passiert. Läuft's? Hast du noch was geschafft? Ja. Yeah. Oh, jetzt bin ich gespannt. Oh, Alter. Wow. Das wird ja richtig genau, clean, ey. So machen wir es eigentlich ziemlich überall. Die Ränder mache ich dir alle. Also Wunder weh, aber echt nicht schlimm. Nichts durchkrostet bis jetzt. Aber auch gut Wellchen, ne? Das soll doch nicht so sein. Ja, da haben sie halt schon ein paar Mal irgendwo. Ja, das ist ein Rallye-Auto, Jungs. Der ist hier gesprungen schon wahrscheinlich. Schon mit. Also ich glaube, wir sind für heute hier fertig. Ich lasse den Wagen jetzt noch ein paar Tage hier. Wir holen ihn unter der Woche ab, zeigen euch dann im Video, wie es aussieht. Werden uns dann darum kümmern, das einmal neu unten alles mit Unterbodenschutz und einem Lackaufbau, da wo er halt blank ist, zu machen. Danach geht's an die Karosserie, aber wir haben auch noch ein paar Anbauteile bei uns in der Halle, um die wir uns kümmern wollen. Deswegen schwingen wir uns jetzt in die Karre, schauen uns das noch an und Philipp darf hier richtig Gas geben. Bis dann. Zurück in der Halle. Freunde, wir haben hier eigentlich nur noch ein Teil liegen vom gesamten Subaru. Und das ist unser super rostiges Diff. Das Ding ist, wir haben viel zum Strahlen abgegeben. Jetzt auch beim Eisstrahlen der Unterboden. Ihr habt es gesehen, der Tank wird geeisstrahlt. Aber dieses Ding hier, ich möchte ungern hier aufmachen, diese Dinger rausnehmen, also unsere Antriebswellen lösen. Dann das ganze Diff-Öl und einfach keinen Bock. Das Ding lief ja bis zum Schluss. Das heißt, wir werden das auch zusammengebaut lassen und einfach versuchen, jetzt hier manuell
mit bewährter Handarbeit alles hier schön runterzuschrubben, sauber zu machen. Das Ding dann hier die Manschetten abkleben und einmal schwarz lackieren. Das ist der Plan. Streichen. Wie gehen wir vor? Streichen. Streichen? Wir haben nur eine Farbe zum Streichen. Aber da. Nennt man Streichen nicht auch Lackieren? Das frage ich dich jetzt als Lackierermeister. Ich bin kein Maler, ich bin kein Lackierermeister. Du bist der Chris von der Wiegerasch, das reicht uns. Genau. Wir machen jetzt sauber. Gib mal her deine Maschine, wir zeigen das mal ganz kurz. Chris hat hier vorbereitet. So, da, die schweren Geschütze werden jetzt aufgefahren. Wir versuchen uns damit, aber Chris hat das Visier an. Ne? Ich sehe schon, du hast Bock, oder? Ja. Gut, dann wechseln wir einmal kurz. Und Chris darf hier ran. Und jetzt wird nochmal richtig Dreck gemacht. Noch ein bisschen näher, noch ein bisschen näher. Ja, jetzt ist gut. Ja, die großen Flächen, die gehen ganz gut mit dem Ding hier. Hier jetzt in den Ecken drin, da wird es halt tricky, aber neues Tool. Probieren wir mal damit. Oh, das sieht vielversprechend aus, Leute. Ja, manchmal muss man halt kreativ sein, Freunde. Wir haben das Ding hier aufgehängt, alles geschliffen, alles vorbereitet, für euch präsentiert. Was wir vorhaben ist, wir werden alles nochmal entfetten. Den Deckel, den lassen wir so in Alu, denke ich. Den haben wir einfach ein bisschen sauber gemacht. Auch unsere Antriebswellen wollen wir streichen. Einfach, dass es dann unterm Auto schön aussieht. Das ist der Plan. Entfetten, lackieren und dann haben wir unser Tagesziel für heute auch erreicht. Warum guckst du mich so an? Wir lackieren nicht. Ach so. Darf ich nicht lackieren zum Streichen sagen? Nein. Also ich rede so und Chris im Hintergrund kriegt immer größere Augen und ich werde schon so voll nervös, versuche ich mein Ding so abzumoderieren. Okay, wir streichen. Ja. Ist es besser? Pinseln. Oh. Wie gut Pinsel, dass ich abwerten kann. Wir streichen. Wir bemalen dieses Differential jetzt in schwarz. Okay. Du entfettest und ich richtig Farbe? Deal. Wir benutzen hier wieder unsere 3-in-1 Rostschutzfarbe, mit der haben wir am Pornobands auch schon viel gearbeitet. Kriegst gerade wieder richtig Feelings, ne? Mhm. Wieder richtig Flashbacks. Klar, dass nur so wenig ist. Das kannst du jetzt gerade ein ganzes Auto streichen, ne? Ja, das ist so eine 3-in-1 Farbe, die kannst du direkt da drauf schmieren. Hat sich echt bewährt beim Benz. Dem ist jetzt auch schon den zweiten Sommer unterwegs. Zweiten Sommer, ja. Oh, und sieht immer noch tipptopp aus. Das wollen wir auch für einen Subaru. Deswegen darf Pinsel Nore Lanz jetzt hier einmal lackieren. Entschuldigung. So, Freunde, es hat geklappt. Zwei Schichten sind jetzt drauf. Schaut schon richtig gut aus. Also das Ding ist dann, wenn es getrocknet ist, parat, um wieder eingebaut zu werden. Das sind jetzt auch die nächsten Schritte. Wir holen im nächsten Video auf jeden Fall den Subaru wieder beim Philipp ab. Ganz viel Liebe geht nochmal raus an Eisfritz und natürlich alles verlinkt, wie immer, wenn ihr hier am Bodensee wen braucht. Das ist euer Mann, definitiv, der weiß, was er macht. Außerdem bekommen wir die ganzen gestrahlten und gepulverten Achsteile die nächsten Tage wieder. Dann können wir wirklich anfangen, das Ding wieder rollbar zu machen. Das ist ein großer Schritt. Danach haben wir noch genug andere Arbeit. Also wir werden noch einige Videos über diesen Wagen drehen, wenn ihr das nicht verpasst. Passen wollt, dann gerne den Kanal abonnieren. Ich freue mich über eure Kommentare und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut, bis bald und ciao. Aluminium. Sicher? Safe, Digga. Das wäre nicht so leicht. Okay, schneid das raus mit Aluminium. Ist doch kein Aluminium. Du bist nicht weit genug vorgefahren. Nee, jetzt müssen wir nochmal neu machen. Weißt du, das Problem ist, Marvin? Ja? Ich hatte jetzt einen Monat Pause. Ich bin so. Die Übung ist raus. Okay, dann machen wir es nochmal ohne. Hier, siehst du? Anders schön gelassen hier. So, ja, das bleibt Alu. Ja, Pentagramm. Jetzt bist du da. Oh Gott, Alter. Das ist schon wieder so random, Alter. Okay, jetzt komm, einmal noch. Watch it look daytime in the night. We bring the vibes here.